Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag, halb 11 Uhr morgens. Zeit für mich, das Gamepad in die Hand zu nehmen und eine Runde Assassin's Creed 2 zu spielen. Ja, ihr seht, wir sind immer noch hier und jetzt kommen endlich mal wieder Folgen, denn ja, der Schox, der hat jetzt Ferien. So sieht's aus, meine Freunde. Endlich das Praktikum hinter mir, aber naja, mehr davon in einem anderen Video. Jetzt starten wir erstmal diese Mission, ne? Berichtet, dass immer wieder junge Männer die Gebäude der Stadt zum die Verhandlung bei Wohn. Ja, was ist denn hier los? Gibt's was umsonst oder was? Oh, die kennen wir doch. Giovanni Auditore, ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt. Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch: schuldig! Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden... Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen! Dafür werde ich dich töten! Wachen! Ergreift ihn! Okay, das schaffen wir. Oder auch nicht. Aber Tetino. Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Ah, den kennen wir. Den haben wir doch diesen einen Briefumschlag gebracht. Könnt ihr euch erinnern? Warum zur Hölle hat er nichts dagegen gesagt? Ach, geht weg. Ich laufe jetzt aus dem Grund weg, weil das sind mir einfach viel zu viele Gegner und die haben Waffen und Rüstung und Taschen nicht gesehen und deswegen haue ich jetzt hier einfach ab, beziehungsweise versuche es. Und ich hoffe, ich entkomme jetzt auch. Ah, da. Okay, jetzt kommen wir hier rein. Oh, das gibt's nicht, ey. Ich konnte kein Attentat ausführen, weil ich keine Klingen habe dafür. Mann, diese Verfolgung sagt hier dauert schon wieder viel zu lange. Das gibt's doch nicht. Wie lange soll ich denn laufen? Ich möchte jetzt die Story hier weiterspielen und nicht einfach sinnlos hier durch die Gegend laufen. Über die Dächer könnte ich jetzt versuchen zu fliehen, weil sonst werfen sie immer Steine. Ja, das klappt mal wieder nicht, weil die mich blockiert haben. Gehst du hoch? Okay, auch eine Möglichkeit. Habt ihr gesehen, da kam gerade der Stein geflogen. Der Kleinstein. Ich spiele schon wieder so grottig. Ja, wir sind aus dem Kreis raus. Steht jetzt hier irgendwo ein Wagen? Ah, der letzte, der noch steht. Synchronisiert. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 1 beendet. Da freuen wir uns doch. Warnung, ne? Status gesucht. Das gefällt mir eher weniger. Man hört es vielleicht, aber ich bin noch ein wenig müde. Aber ich bin aufgestanden mit einem fetten Grinsen, weil ich einfach Ferien habe. Und hab ich mir erstmal einen kleinen Kaffee gegönnt, beziehungsweise einen großen Kaffee. Und ja, jetzt habe ich richtig Lust aufzunehmen. Deshalb ja, spiele ich jetzt mal ein paar Stündchen Assassin's Creed. Dann setze ich mich vielleicht nochmal Need for Speed, obwohl... Ja, egal, ich mach's einfach. Ich habe einen kleinen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden.
Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Servetio, Gott sei Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Manetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Ja, neuer Status gesucht. Ihr seht jetzt da oben das Assassinenzeichen komplett rot. Das werden wir ein paar Mal öfters haben in diesem Let's Play. Jetzt muss ich unbedingt mal versuchen, ein bisschen von den Wachen mich zu distanzieren. Jetzt mal wieder das Schleichen angesagt. Noch sind keine Wachen auf den Dächern. Das kommt auch noch später. Wenn... Ich weiß gar nicht, ab welchem Zeitalter. Auf jeden Fall sind dann später auch noch Wachen auf den Dächern. Die gehen auch manchmal ein übertrieben auf den, auf die Nerven. Das wollte ich sagen. Boah, ja, wir müssten hier nämlich mal runter. Nee. So, da vorne ist das Ausrufezeichen, unser Missionsziel. Das gibt's nicht, Alter. Geht bloß weg von mir. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Ups, sorry. Ihr könnt mich gar nicht sehen. Da ist ein neuer Aussichtspunkt. Ich würde sagen, da versuchen wir mal direkt hochzukommen. Hier wird das eher weniger. Ich glaube, hier klappt es auch nicht. Ja. Kann ich meinen Augen trauen? Nein. Wo ist denn der Aussichtspunkt? Da hinten irgendwo. Ja, da ist er. Ach, das geht ja noch gar nicht mit dem... Ei. Ihr werdet jetzt noch sehen, was ich gerade meine. Nein, gibt es nicht. Ah, die stehen jetzt doch schon auf den Dächern, aber noch weniger. Okay, dann habe ich mich geirrt, das kann auch mal vorkommen, nimm's mir bitte nicht böse. Was ich noch ansprechen wollte, warum das Video von über Teilzeiten, ne, der Lappen weg ist. Ihr werdet in einem MW3 Commentary herausfinden, also bleibt einfach auf meinem Kanal, achtet drauf und bald wird das Video dann dazu kommen. Gut, das hätten wir noch erledigt. Ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal zum Ausrufezeichen, starten die neue Mission. Ups, tut mir leid. Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Nein. Nein, das ist es. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Messer Ezio. Annette hat eine hohe Meinung von euch. Ich ahne, warum. Danke für die netten Worte, Madonna. Aber bitte, nennt mich Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Ihr müsst müde sein. Wollt ihr... Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Warum? Was wollt ihr tun? Ich töte Uberto Alberti. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut, aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Ezio. Spart mir die Ansprache. Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Kommt. Das finde ich jetzt mal interessant. Das machen wir doch.
Ach, ich muss gleich nochmal was erzählen. Alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Zum Glück weiß ich jetzt schon, wie das geht. Du kannst immer gerne mit mir üben. Man muss einfach nur so mitgehen. Komm ein bisschen näher, Ezio. Wo sind die denn? Ach so. Und dann muss man halt die ganze Zeit sich da mitbewegen und in demselben Tempo wie die bleiben und dann taucht man unter und ist man für die Wachen quasi unsichtbar. Weil es aussieht, dass du mitten in der Menschenmenge bist. Ja, irgendwie kann ich da nicht untertauchen. Was immer ich getan habe, es tut mir leid, ich gehe. Warum? Moment mal. Warum konnte ich denn da nicht untertauchen? Was soll denn das, ey? Mein kleiner Finger ist schon wieder eingeschlafen, ey. Echt nervig. Das ist. Mein Geschäft ist Diskretion alles. Ich soll da untertauchen, ey. Gesehen, doch unbemerkt. So, das meine ich, da ist man quasi unsichtbar. Und eins zu werden mit der Menschenmenge. Wenn man gesucht wird, wird die Menschenmenge aber auch angehalten. Die Mädchen zeigen euch wie. Paola folgen. Das machen wir doch mal. Unsichtbar zu sein. Ah, jetzt geht's. Ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen leiser, aber ich weiß selber nicht wieso. Das klappt jetzt ziemlich gut. Ich glaube, wir drehen jetzt hier nur eine Runde. Ich nehme mal die nächsten Menschenmenge, um bei Paola dran zu bleiben. Nein, nein! Das war jetzt ziemlich knapp. Ich habe damit jetzt nicht gerechnet, dass die Menschenmenge woanders lang geht. Nein. Nein, 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 nein. Ja, ich hab's auf jeden Fall drauf mit dem Schleichen. Geht ja da lang. Okay, hier sind keine Wachen auf der Karte zu sehen, das heißt, ich kann hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend tingeln, wo auch immer die gerade hin will. Ach ja, ich wurde jetzt öfters schon angesprochen, dass mein Headset manchmal so ein bisschen krisselt. Ja, das liegt nicht daran, dass mein Headset einfach schlecht ist, das liegt daran, dass mein Headset nicht für Windows 7 geeignet ist. Ja, meine Freunde, sowas gibt es auch. Hätte ich auch nicht gedacht. Kommt davon, wenn man nicht liest. Ben. Checkpoint erreicht. Nun, da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Zusammenstoßen, um ihn zu bestehen. Okay, jetzt können wir auch Florin klauen. Dürft ihr nicht verweilen. Hilfe! So halte ihn jemand! So geht das. Das war wieder 2000 Florin. Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig.
Der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Hat jemand ein fettes Grinsen. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ach, ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden? Auch ich kenne Verrat. Leonardo in seiner Werkstatt besuchen, da er vielleicht Giovannis Klinge reparieren kann. Das machen wir doch. Und dann gehen die Attentate richtig los hier, meine Freunde. Wenn er es reparieren kann. Ich hoffe zumindest. Liegt da eine Truhe? Ne, gehen wir weiter. Ja, wir laufen jetzt mal. Schönes Adlerauge. Wir laufen jetzt mal zu Leonardo da Vinci und ich hoffe... Also das ist der wichtige Mensch in der einen Folge, wovon ich euch erzählt habe, ja. Ich sage ja, er wird noch wichtig sein, denn... Ja. Ich habe es euch gesagt, meine Freunde. Jedenfalls... Da drin ist eine Codex-Seite. Ja, los, kommt her. Kann ich schon entwaffnen? Ich glaube nicht. Du, denk an euer Training. Und unterschätzt mir den Kerl nicht. So ein Brotherhood ist das Kontern echt einfacher als hier. Ich will die Codex-Seite haben, ey. Ja, es wird mir zu brenzlig. Sobald ich die Klinge habe, wird es auch ein bisschen einfacher mit den Attentaten und so. Ich kann nicht untertauchen und hier kann ich nicht langlaufen. Ja. Warum ist denn der Typ so schnell, Mann? Ja, hier sind wieder 2000 Wachen unterwegs. Ihr seht, wenn man keine Waffen hat, dann ist es echt ein Fehler, Wachen anzugreifen. Besonders dann noch wegzurennen. Buongiorno. Feine Metallarbeit, zu sich nur hier. Waffen, na klar, es geht um eine Frau. Gute, präzise Arbeit. So, jetzt können wir zu Leonardo. Bis gleich. Oh, Ezio Auditore! Ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren, sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich! Komm, hier entlang. Ach, che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz.